Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser, ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Mir ist berichtet worden, dass zumindest einige von Ihnen ein ganz spezielles Problem beim Umgang mit den Übungsaufgaben haben. Und dieses Problem besteht darin, dass Sie erst gar nicht richtig wissen, wie Sie anfangen sollen. Sie finden den Ansatz nicht. Das heißt, Sie stellen sich die Frage, wie komme ich denn eigentlich auf den richtigen Ansatz? Und bin davon überzeugt, dass das nicht alle betrifft. Aber wenn das zumindest bei einigen von Ihnen ein Problem ist, dann nehme ich das gerne zum Anlass, mal ein neues Videoformat auszuprobieren. Und da geht es eben genau um die Frage, wie komme ich auf den Ansatz? Und dementsprechend, wenn wir hier mal einfach die Buchstaben übernehmen, wir müssen das Ganze ja auch irgendwie benennen, dann werde ich das in Zukunft eben Wikiada Video nennen. Wir werden also jetzt versuchen, solche Wikiada-Videos zu den Übungsaufgaben zu machen, zum Ansatz finden. Das heißt, wir sind ja jetzt aktuell im Block 4 oder beginnen jetzt gerade den Block 4. Das Übungsblatt zum Block 4 ist gerade hochgeladen worden. Und die Idee ist, dass ich einfach mit Ihnen gemeinsam einmal durch das Übungsblatt durchgehe und ja, ich dabei sozusagen ein bisschen laut denke, wie ich denn an so etwas herangehen würde, und vielleicht hilft Ihnen das dann auch. Also fangen wir mal mit der Aufgabe 4.1 an. Wir lesen erstmal eine sehr lange Koaxialleitung mit dem Innenradius A, dem Außenradius B und der Länge L ist an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen, sodass sich auf den Leitern die Potenziale Phi A und Phi B mit Phi A größer Phi B einstellen. Die Innen- und Außenleiter haben die Leitfähigkeit Kappa gegen unendlich und zwischen den Leitern befindet sich ein Dielektrikum mit der Permittivität Epsilon. Berechnen Sie die Kapazität C sowie die Energie WE im Dielektrikum. Also das Erste, was man sich natürlich schon mal einprägt, was muss ich denn überhaupt berechnen? Also Kapazität C und Energie WE. Das heißt, ich muss immer im Hinterkopf behalten, ich brauche irgendwelche Formeln zur Berechnung von C und zur Berechnung von WE. Schauen wir aber auch nochmal, was sonst alles angegeben ist. Es wird von einer sehr langen Koaxialleitung geredet. Warum soll die sehr lang sein? Naja, diese Koaxialleitung ist ja im Prinzip ein Zylinderkondensator und sehr lang deutet hier darauf hin, dass ich Effekte an den Enden dann typischerweise vernachlässigen kann. Sowas kennen Sie auch schon aus den ersten Semestern Ihres Studiums, wo man sich eben mit Kondensatoranordnungen beschäftigt hat. Da ging es immer darum, dass Sie Effekte am Rand vernachlässigen. Gut, Innenradius ist gegeben, Außenradius ist gegeben, Länge ist gegeben. Das ist kein großes Problem. Es wird von einer Gleichspannungsquelle ausgegangen. Das katapultiert uns in die Elektrostatik. Wir brauchen also hier keine... Also wir wissen, in welchem Bereich der theoretischen Elektrotechnik wir angekommen sind. Dann sind die Potenziale gegeben. Damit habe ich natürlich letztendlich auch die Spannung, ist damit bekannt. Die Spannung existiert ja auch, weil wir sind ja in einem elektrostatischen in einer elektrostatischen Situation. Ansonsten würde es ja auch überhaupt keinen Sinn machen, dass wir hier die Potenziale überhaupt angeben. Innen- und Außenleiter haben eine ideale Leitfähigkeit. Das ist auch schön. Es wäre eine Idealisierung. Ich brauche nicht damit zu rechnen, dass hier irgendwelche zusätzlichen Verluste sind. Und außerdem haben wir ein Dielektrikum,
vorgegeben. Und dieses Dielektrikum ist auch wieder besonders einfach. Hier ist einfach nur eine Dielektrizitätskonstante Epsilon angegeben. Das heißt, wir haben ein lineares, homogenes, isotropes Dielektrikum. Das ist der einfachste Fall, den wir einfach nur haben können. Also, so einfach gemacht wie möglich, stellen wir fest. Und wie gesagt, wir sollen die Kapazität und die Energie ausrechnen. Kennen wir Formeln für die Kapazität? In der Vorlesung ist, glaube ich, dazu nicht explizit bis hierhin, später macht man das auch, eine Formel angegeben. Aber Sie kennen natürlich aus den Grundlagen Elektrotechnik Formel für die Kapazität. Das, was einem da sofort einfällt, ist eben Q gleich Q. Q gleich C mal U. Um jetzt also die Kapazität auszurechnen, müssten wir eben das Q kennen und das U kennen. Das U ist in dem Fall tatsächlich auch überhaupt kein Problem, weil die Potenziale sind schon vorgegeben. Geht also noch darum, wie würde man das Q denn ausrechnen können? Stellt sich also die Anschlussfrage, in welcher Formel steckt denn die Ladung drin? Naja, da fällt Ihnen bestimmt eine der Maxwell-Gleichungen ein, in denen Ladung bzw. Ladungsdichte enthalten ist. Und die haben wir auf einfache Geometrien, also mit einfach meine ich jetzt auf Geometrien mit ausgeprägter Symmetrie, auch schon häufiger angewendet. Das heißt, Sie sollten sich an der Stelle überlegen, welche Maxwell-Gleichung meine ich hier wie kann ich denn dann tatsächlich die Ladung ausrechnen? Dazu, normalerweise ist die Ladung ja gegeben und Sie rechnen was anderes aus. Jetzt sollen Sie die Ladung bestimmen. Dafür müssen Sie sich dann die entsprechende andere Seite der Gleichung anschauen, gucken, ob man das entsprechend aufgrund der Geometrie vereinfachen kann. Spoiler, ja, kann man. Und dann bekommen Sie auch die Ladung heraus. Gut, und wenn Sie die Ladung und die Spannung haben, dann können Sie natürlich die Kapazität ausrechnen. Nächstes, was dann zu machen ist, das ist die Energie, die Sie ausrechnen sollen. Die Energie hat was mit der Energiedichte zu tun. Für beides finden Sie in der Vorlesung entsprechende Formeln. Da werden Sie ablesen können, welche Feldgröße muss ich denn da einsetzen. Und vielleicht stellen Sie sogar auch fest, dass Sie genau diese Feldgröße im Schritt vorher schon berechnet haben. Ja, dann müssen Sie, weil hier eine Energie und keine Energiedichte angegeben ist, noch geeignet integrieren. Und dann sind Sie auch schon fertig. Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Die ist gar nicht so unterschiedlich, muss man sagen. Also hier haben Sie jetzt keine Zylinderanordnung, sondern Sie haben einen Kugelkondensator. Auch der ist wieder ideal leitend angenommen. Innenradius, Außenradius. Sind wieder natürlich Daten, die Sie brauchen. Sie haben wieder eine Permittivität Epsilon angegeben, die homogen isotrop linear ist, also der einfachste Fall, keine Ortsabhängigkeit, kein gar nichts. Sie haben wieder eine Gleichspannung gegeben, jetzt sind also nicht Potenziale gegeben, sondern Sie haben eine Gleichspannung gegeben. Und Sie wissen, dass die Außenelektrode geerdet ist, also auf Potenzial 0 liegt. Naja, dann bekommen Sie sicherlich auch raus, auf welchem Potenzial die Innenelektrode liegt. Und was soll ausgerechnet werden? Es soll das Feld ausgerechnet werden und die Kapazität. Zur Kapazität haben wir vorher schon was gesagt. Und wenn Sie die Aufgabe vorher bearbeitet haben, dann wissen Sie jetzt eigentlich auch schon, wie Sie bei einer solch hochsymmetrischen Anordnung denn Aussagen über das E-Feld machen können. Also auch das eigentlich ziemlich geradeaus zu lösen. Schauen wir auf die Aufgabe 4.3. Das ist jetzt eine Aufgabe, die haben wir so bisher noch nicht bearbeitet. Also schauen wir da ruhig mal ein bisschen genauer hin. Hier ist ein Dipol gegeben und dieser Dipol,
Der befindet sich nicht im Ursprung, das ist was, was Sie beachten müssen. Also er befindet sich hier auf der Z-Achse in einem Abstand a vom Ursprung. Und berechnet werden soll die Kraft auf eine Punktladung. Das heißt, wir haben einen Dipol an einer bestimmten Stelle und wir haben eine Punktladung an einer anderen Stelle. Und die Frage ist, wie ist die Kraft auf diese Punktladung? Ja, dann schaut man auch nochmal in der Vorlesung nach, wenn man es nicht weiß, wie denn die Kraft auf eine Punktladung gegeben ist. Das ist ein einfacher Fall, den Sie auch aus dem zweiten Semester schon kennen. Dort ist nämlich das Feld, das E-Feld, eigentlich genauso eingeführt worden, dass man gesagt hat, naja, beobachten kann ich eine Kraft. Und mit einer Punktladung als Probeladung kann ich jetzt sozusagen im Raum kartieren, wie diese Kraft an verschiedenen Orten ist. Und wenn ich das Ganze dann normiere, dann ist das, was rauskommt, eigentlich das E-Feld. So ist das mal eingeführt worden. Das heißt, die Kraft und das E-Feld und die Punktladung, die sind direkt miteinander verkoppelt. Schauen Sie es im Zweifelsfall nochmal nach. Und das führt dazu, dass Sie an der Stelle jetzt eigentlich nur eben das Feld kennen müssen, das E-Feld kennen müssen. Und felderzeugend ist an der Stelle jetzt eben ein Dipol, der an einer bestimmten Stelle sitzt. Das heißt, Sie müssen das Feld dieses Dipols, das E-Feld dieses Dipols berechnen. Beachten Sie dabei, er sitzt nicht im Ursprung. Das ist also eine kleine Transferleistung, die Sie hier liefern müssen. In der Vorlesung finden Sie die Formel für den Fall, dass er im Ursprung sitzt. Ja, dann ist das Weitere an der Stelle, glaube ich, auch klar. Aufgabe 4.4. Hier, wir bleiben bei Dipolen. Gegeben ist jetzt hier aber kein einzelner Dipol, sondern eine Dipoldichte und genauer gesagt eine Flächendipoldichte. Hier müssen Sie auch ein bisschen aufpassen, weil Sie nämlich in der Vorlesung Formeln finden für Dipoldichten. Das sind aber Volumendipoldichten. Also, wenn hier davor steht Flächendipoldichte, dann werden Sie auch hier einen Transfer machen müssen, dass Sie von der Volumendipoldichte auf die Flächendipoldichte gehen. Das haben wir an anderer Stelle, wenn Sie Volumen-Ladungsdichten und Flächenladungsdichten sich nochmal anschauen, aber schon gemacht. So, ansonsten ist diese Dipoldichte wieder hochsymmetrisch angeordnet. Das ist eine Kreisscheibe in der Ebene z gleich 0, Radius a, Mittelpunkt, Koordinaten, Ursprung, also schön einfach gehalten. Der gesamte Raum hat wieder eine, will schon fast sagen, eine triviale Permittivität. Also einfacher geht es nicht, als so einen konstanten Wert Epsilon zu haben. Und ausgerechnet werden soll das E-Feld und das elektrische Potential. Das heißt, Sie müssen sich jetzt in der Vorlesung, wenn Sie es nicht mehr wissen, wieder die Formeln suchen für das E-Feld und für das Potential und das dann einfach ausrechnen. Ja, und die fünfte Aufgabe. Die auf den ersten Blick sieht die ein bisschen so aus wie die andere Kraftaufgabe, die wir schon mal hatten, die 4.3. Aber gibt natürlich Unterschiede. Also hier sitzt jetzt eine Punktladung im Koordinatenursprung und bestimmt werden soll die auf den Dipol wirkende Kraft. Das heißt, wir haben jetzt felderzeugend eine Punktladung und unser Objekt, auf das wir auf den die Kraft wirkt, ist jetzt ein Dipol. Das heißt, die Rollen von Dipol und Punktladung sind hier vertauscht. Und Sie sollen jetzt eben die Kraft auf den Dipol ausrechnen. Ja, wenn Sie die auf den Dipol wirkende Kraft ausrechnen sollen, dann müssen Sie natürlich eine Formel haben, die Ihnen diese Kraft
angibt. Und diese Formel finden Sie natürlich wieder in der Vorlesung. Dort ist sie explizit angegeben. Und das ist Ihr Ansatz. Von da aus müssen Sie einfach nur weiterrechnen. Gut, ich hoffe, dass dieser Schnelldurchgang Ihnen jetzt vielleicht hilft, die Aufgaben selbstständig dann eben auch zu berechnen. Und ich hoffe, dass jetzt tatsächlich wir in der Folge dann auch mehr selbstständige Lösungen sehen werden. Weil, ich sage das nochmal, mir ist wichtig, dass Sie die Aufgaben wirklich selber rechnen und sich nicht einfach nur irgendwelche fertigen Lösungen anschauen. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.